Möglichkeiten der Nierenersatztherapie. Eine Alternative zur Hämodialyse ist die Bauchfelldialyse oder auch Peritonealdialyse, die Patienten meist selbst zu Hause oder am Arbeitsplatz durchführen. Bei dieser Therapieform dient das Bauchfell als natürliches Filterorgan. Es hat ähnliche Eigenschaften wie der künstliche Filter bei der Hämodialyse. Durch seine Poren kann es bestimmte Stoffe hindurchlassen und andere zurückhalten. Durch einen ständigen Katheter wird in regelmäßigen Abständen sterile Dialyselösung in die Bauchhöhle eingelassen. Diese nimmt Abfallprodukte wie Harnstoff oder Kreatinin aus dem Blut auf und entzieht überschüssiges Wasser. Nach einiger Zeit wird diese Flüssigkeit durch eine neue Dialyselösung ersetzt. Bei der Peritonealdialyse gibt es zwei Varianten der Behandlung. Die kontinuierlich ambulante Peritonealdialyse, kurz CAPD, bei der die Patienten selbstständig 4 bis 5 Mal täglich die Dialyselösung wechseln. Für diesen sogenannten Beutelwechsel ist kein spezielles Gerät erforderlich. Die automatisierte Peritonealdialyse, kurz APD, bedient sich eines programmierbaren Gerätes, des sogenannten Cyclers, mit dem das Füllvolumen, der Einlauf, die Verweildauer und der Auslauf gesteuert werden. Fresenius Medical Care. Zukunft lebenswert gestalten.